Einen super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder beim Yu-Gi-Oh! Buchstaben, bitte. Wieder mit der ursprünglichen Konstellation. Hallihallo. Hallo. Und, vielleicht hätten wir jetzt unsere Namen nennen sollen, aber egal. Wir sagen. Nein. Ich bin Hallo. Ich frage mich, wie dieses Mädchen ist. Nein, das ist Christian, der gerade meinen Namen missbraucht hat als seinen Namen. Schäm dich. Dafür verdient er jetzt seinen ersten Buchstaben. Ja. Yeah. Oh, du bekommst das. H. Der Pfeil war zwar auf dem G, aber es ist das H. Oh. Es ist das H. Okay. Viel ist da nicht. Hab, die hast du ja schon beschmutzt. Ja, richtig. Beschmutzt. Ich hab's okay, schade. Benutzt, wollte ich sagen. Benutzt und beschmutzt. So, ja. Du bekommst das P. Ha! Schön, cool. Ja, ich glaube, der Pinguin-Support ist ja schon draußen. Ah, da gibt es jetzt Plunderpatrouillen, das geht auch noch, verdammt. Ich glaube nicht, dass sie Plunderpatrouille nehmen wird, ehrlich nicht. Gesagt. Nein, sie wird passt, hat, so cool nee, ist sie nicht. Ganz sicher. Oder das. Nico, was wirst du nehmen? Schau mir doch mal nach. Ich hätte so gerne Hai. Warte, Hai kannst du nicht, weil das J jetzt schon weg ist. Du bekommst Gin, so wie es aussieht. Viel Spaß damit. Oh, toll. Okay, ich spiele kein Fallendeck. Neue Karten. Warum nicht, hallo? Fallenstellerin jetzt erstmal. Und als letztes für mich, ich bekomme das wunderschöne, V gibt's ja nicht mehr zum Glück, G. G ist okay, G, oh, G gibt's voll tolle Sachen. Gibt's viel. Okay, jetzt weiß ich, soll ich das B dann auch schon mal aufschreiben bei mir, oder? Vielleicht kommt es nicht. Christian kriegt nochmal das M. H&M, richtig. Da müsste ich jetzt C bekommen. PC. Ah, wer weiß. Ja, oder wenn wir gerade bei Läden sind, Pek und Kloppenburg. Das B kriegst du schon mal nicht. Nein, du bekommst, M ist geil. Du kriegst das W. PW. Ah, okay, was haben wir denn bei W noch? Das habe ich gerade gar nicht im Kopf. Ich glaube Wurm. Also oder so. Wurm und Wächter und Weltvermächtnis, glaube ich. Oh, Weltvermächtnis ist doch ganz cool. Ja, dachte ich auch. Es sind ein paar generische Karten, aber das meiste ist irgendwie so. Okay, Nico. Ich krieg J und K. Just kidding. Nee, du kriegst das C. J und C. Just clowning. Du kriegst aber auch immer das C, kann das sein? Ja, das C ist super, hallo. Da ist jetzt C auch gibt's halt noch Clown mit dabei. Und jetzt auch Chaos. Mhm. Okay, was krieg ich nach meinem G noch? Komm schon, was gut ist, was nicht B ist. Ah, oh, komm schon, gib mir S. Ah, N, okay. N wie Natrium. Das ist okay. G, N. Jo. Dann sehen wir uns gleich beim Kampf. Ja! Hui! Hui! Super schönen guten Tag, liebe Leute. Da sind wir wieder bei den Anime-Duellen. Es geht weiter. Nein, warte mal, ich habe mich falsch. Wir sind nicht die Anime-Buchstaben. Entschuldigung. Das ist eine Hand. Nettes Blatt, Christian. Hä? Nettes Blatt. Das sind gar nicht meine Karten. Nico. Oh, Neustart. Oh nein, voll komisch. Ich glaube, ich habe das falsche Deck ausgewählt. Ja. Oh, der ist Level 1. Ein Level 1 Monster mit 0-0. Warum also spielt er das in Angriff? Moment. Mit Tributen, das kann er nur während der Standby Phase. Oh, das war wirklich nicht dein Plan. Wie schlecht ist das denn? Christian. Was kann der denn dann? Zwei Monster aus dem Special. Warum? Hä? Warum sollte er das während der Standby Phase können? Vielleicht kann man den irgendwie im gegnerischen Special ist das oder denn? So. Aber er sieht niedlich aus. Oh mein Gott, deine Hand geht ja ab, du kannst ja schon dein cooles Viech machen. Ja, ich hab Angst kann vor ich, ich hab aber tatsächlich was gedrückt, was doof war. Also du kannst es immer noch machen. Ja, ich weiß, mach ich auch. Aber erst mal mach ich das hier, toll. Ich weiß aber nicht, was ich da machen soll. Ja, gar musst du das sieht aus wie ein Pfannkuchen mit einer sehr ekelhaften Soße. Du bist ein Pfannkuchen mit einer sehr ekelhaften Soße. Ja. Mögt ihr Ahornsirup auf Pfannkuchen? Ja. Das esse ich selten, aber gegessen. Ab und zu ist es okay. Okay, weil ich finde, oftmals ist es einfach so. Pfannkuchen schmecken zwar nach nichts wirklich, also so Pancake-Pfannkuchen. Nur drei aber. Richtig gut bin ich. Hey, du kannst ein Wurmmonster-Special, leider keine Karte ziehen. Ah, schade, ich hätte sogar noch was Cooles. Nee, hätte ich nicht, alles gut. Mit 6 Wurmmonster kann man. Also sie, will, die Karte sie, gut. Sie will kein Monster vom Friedhof. Ach nee, die werden ja. Wow, die werden verbannt. Mist, da kommt dann mein Monster vorbei. Wie, die werden verbannt? Nein, du hast doch 2 im Friedhof. Ah nee, du hast eine, wurde verbannt. Hupsi. Hupsi. K.
Karte ist gar nicht so gut. Nee, das ist ja auch eine Probenkarte. Nee, ich meine, bräuchte Ruf der Gejagten oder so im Deck. Hey, ich habe es geschafft, mit einem Wurm-Themen-Deck pur zu gewinnen, ja? Okay, ja. Wollte ich nur mal anmerken. Das Video habe ich gesehen, glaube ich. Okay, jetzt zeigen wir mal. Alter! Okay, das ist. Alter, nein. Ein Combo. Das die Sache ist, ich weiß halt leider nicht, was jetzt hier die. Ich glaube, ich brauche erstmal. Die Hand ist gar nicht mal so geil. Ich brauche eine Zauberkarte. Ja, die Hand macht so leider gar nichts. Ja, so macht sie leider nichts, das ist wahr. Ja, oh, doch, macht sie. Ich kann nämlich den hier. Hallo, das ist ein super krasses Fusionsmonster. Christian, ein bisschen mehr Respekt würde ich mal bitten. Es hat 10 Sterne, das muss gut sein. Ah, shit, die suchen so nur die jeweils anderen Karten, das ist natürlich blöd. Andere, was es mit Worm gab, konnte ich nicht spielen. Welches denn? Irgendwie ein Drache, der eine Worm im Namen hat. Wurmdrache! Bandwurm, warte. Ohrwurm. Das ist der Ohrwurmdrache, der singt immer. Den da. So, pass auf, wir haben hier nämlich Gishki. Gishki ist voll cool, wie ihr alle wisst. Jetzt darf ich mir den hier holen. Der ist cool. Der Zierdegas. Oh, Gishki Handloop kommt gleich, scheiße. Ja, auf jeden Fall. Nice. Ja, und jetzt kann ich tatsächlich. Das war eigentlich eher der Plan B von dem Deck, aber scheinbar kann ich ja Gishki Ritualmonster beschwören. Wupp, wupp. Ich bin schon richtig stolz, dass ich ein Dings machen konnte, ein Fusionsmonster. Ja, verpisst euch mal, ihr beiden. Warte mal. Welche Stufe hat der? 10. Alter, der ist einfach 10, what the fuck. Ja. Okay, cool, verpisst euch meine Necros Unicorns. Keiner mein Deck kommt heißt nämlich, vorbei. Mein Deck heißt nämlich Gishkos. Necros Unicorn. An ja, dem das kommt ist, man vielleicht vorbei. Das ist Gishki und Necros, nämlich Gishkos. Du kannst beiden. Zieh eine Karte. Ja, sehr gut. Ha! Ihr habt Lebenspunkte verloren. Schade, keine Gishki-Karte. Ja, das ist okay. Boom! Der Effekt ist geil. Der ist so cool. Du bist gerade noch dran. Wisst ihr eigentlich, wie geil das ist? Das sind beides Wasser-Ritual-Decks. Ja. Das ist so cool. Aber mehr kann ich leider nicht machen. Kann der bitte liegen bleiben, dass ich auch was ziehen kann? Nix runter, danke. Bestimmt, aber du wirst auch keine Gishki-Karte ziehen. Ja, ist egal, ich will eine Karte ziehen. Hey, Bennett. Ja. Willst du eine Falle von deinem Deck setzen? Was denn? Dass ich keine Falle in meinem Deck besitze. Oh nein! Wieso? Nicht eine. Ich finde es sehr schade, dass du gerade nichts hast, was mit meinem Deck synergiert. Was denn geht denn mit Jinzo? Nee, mit meinem Deck. Nix. Zauberkarten. Okay. Habt ihr eine Falle in eurem Friedhof eigentlich? Nein. Hat irgendjemand eine Falle? Wir haben eine Zauberkarte im Friedhof, Nico. Die nützt dir nicht viel, aber wir haben eine Zauberkarte. Und Jinzo denkt sich so, unpraktisch. This is not my time. Ich habe hier gar keine Fallenkarte in dem Deck. Okay, kann mein anderes Deckthema noch irgendwas vielleicht? Hat heroischer Herausforderer vielleicht irgendeine Fallenkarte? Theoretisch ja. Und theoretisch. Wie will ich das machen? Sind die ziemlich scheiße. Okay. Das ist also selbst wenn es in mir annulliert ist, nicht schade um die Fallenkarten. Du kannst mein Monster flippen. Ich komm, ja, aber dann komme ich immer noch nicht drüber. Aber dann verlieren alle Monster 500 ATK. Ja, aber da hat er 2,7 und mein schlechtes Monster hat 2,6. Opera sieht so glücklich aus. Ich finde das Design irgendwie cool. Es hat was. Ja, ich mag generell die Wurm-Designs, also nicht alle, wenn ich mir so Jagan angucke und. Jagan erinnert mich irgendwie an SpongeBob. Ich weiß nicht wieso, aber es erinnert. Okay, ich probiere. Das ist aber eine von den neuen Folgen. Nein, irgendwie an die Anemonen da. Wait a minute, ich hab's vielleicht gleich. Okay. Er hat's gleich. Ich flippe einfach jetzt schon mal. Nico, du schaffst das. Warum machst du das? Du hast es mir doch vorgeschlagen. Ja, aber als du verlierst du auch ATK. Ja, deswegen habe ich es auch davor geflippt. Heißt dein Deck Grinzo oder Jonomal? Das ist eigentlich der Rapper. Jay-Z. Kenn ich zwar nicht, aber cool. Du kennst Jay-Z nicht, oder? Ich bin nicht so in der Rap-Szene drin. Ja, ich auch nicht, aber den kennt man auch so. Ich kenn 50 Cent und ich kenn aber Anime, Bushido und Eminem. Ich glaube, das war's. Wen hast du gerade gesagt? Wen kennst du? Bushido. Okay. Machine Gun Kelly, oder was?
Ja, den kennst du, JC nicht. Okay. Nein, ich hab da keine Ahnung von, Mann. Aber Sido kennst du doch. Ja, Sido kenn ich auch. Wer also, kann ich eigentlich vom machen. Namen her. Wow, der Chronobal ist ja richtig schlecht. Aber wir das haben lustiges Würmchen. Das ist halt ein AGXC-Stack, ne? Hm? Ich habe meinen Heroik-Kram um die eine Karte aufgebaut, ich dachte, so P, dass du zwei Monster bezahlen darfst, dann ist der so scheiße. Ja, vielleicht ist er ja irgendwann irgendwo. Es steht keine Chance, dass ich dem meine Stamp-Effects auf dem Feld habe. Außer nicht wir mit, haben die nicht mit nur Teamkarten. Schwerter oder sowas. Aber ich rufe der Gejagten und so einen Scheiß. Aber sonst kriege ich das nicht hin. Ach, irgendwie kriegen wir das bestimmt hin. Ja, gönnt euch. Jawohl, oh, ich darf ziehen. Ich spiele cool. Nächste Runde nicht auf Konoma, sondern auf Jinzo. Sorry. Und ich ziehe. Ziehe ich eine Gaschi-Karte? Schade. Wie gesagt, ich kann jetzt mit meinem Deck auch nicht wirklich carryen. Also so gar nicht. Also mit den Würmern jedenfalls nicht. Mit dem zweiten. Spielt einfach Fallen. Ganz einfach. Es tut mir leid. Nein. Nein. Ja, aber so. Würmer mögen keine Fallen. Die kommen da immer nicht raus. Ihr könnt sich doch durchbuddeln. Das kann der. Nee, das sind meistens Antiwurmfallen. Schwierig. Versuchen. Warte mal, der hat Piercing. Ja, der ist Molo. Echt ganz gut. Der ist der geilste also, von denen. Der kann einfach versuchen jetzt. Ein Searcher, ja, ist okay. Ja. Ich hab meinen Searcher auch verwendet, aber der kann nichts. Weil ich danach Normal sammeln muss. Oh, den hat man doch gespielt in Verbindung mit Isolde und so, ne? Der ist ziemlich gut eigentlich. In anderen Decks. Oh, Nico, auch. Warum verkacken wir denn so? Oh, ja. Das Duell ist doch nicht vorbei. Weil ich Wurm spiele, muss was setzen. Ja, das ist eine nein. Möglichkeit A, aber... Naja, du hast ja noch dein anderes Deck. Heroic ist auch nicht so das Feinste. Also meine Decks sind okay, oh, die harmonieren noch weiß, super gut. Das stimmt, deine Decks sind nicht schlecht. Du carryst ja auch gerade mit einem Monster. Ich glaube, es einem, gibt auch... einem Monster. Das Problem ist, ja, das die ist Zauberkarte die kann ich nicht aktivieren. Nee. Aber ich glaube, ich setze mal die linke Karte hier. Ja. Gibt es überhaupt noch andere Wasserritual-Decks außer Gishki und Necros? Also ich könnte auch die rechte Karte. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube, die linke ist cooler. Das Praktische ist, wenn sie das Ritualmonster nicht loswerden, kriegen wir so viel Kartenvorteil auf Dauer. Ja, einfach weil wir so viel Karten ziehen können. Ich meine, wir verlieren auch Lebenspunkte. Das war nicht gesetzt. Das war... Das ist es, bitte. Also hättest du ihn gesetzt, dann hättest du unser Board gebrochen. Ja, ich weiß, ich hab mich verklickt. Das finde ich gerade sogar schade. Das wäre spannend gewesen, wenn du wenn unsere Karten losgehören wärst. Oh, Leute. Was Bullshit. Verklickst du dich denn, ey? Ja, Mann. Weil ich mich mit Nico noch unterhalten habe, habe ich anstatt... Oh, Nico! Oh, Nico! Immer bin ich schuld. Der Nico, das war wirklich unnötig jetzt. Okay. Oh, Bullshit! Ich hab also Pingurm. Pingurm. Ich hab Pingurm gemacht. Ey, eine Gischki-Karte. Jawohl. Nee, das war eine Nikos-Karte. Oh, das ist ja noch besser. Jawohl. Jetzt geht der Pinguin gleich in die verbannte Zone. Ich bin gerade richtig. Boom. Ich reg mich gerade richtig darüber auf, dass es, aber ich find's auch blöd, dass man nicht zurückmachen kann. Ja, das stimmt. Also, wenn man sich einmal verklickt hat. Ja. Weil ich da so dusselig zwischengeklickt habe. Ich habe jetzt alles verkackt. Entschuldigung, Nico. Das ist okay. Wir spielen ja drei Runden. Das ist okay. Ich gebe dir ein Eis aus. Nächstes Mal werden wir uns sehen. Oh mein Gott. Aber welche Karte soll ich verbannen? Das nehme ich an. Ich hoffe, dass er es bis dahin vergessen hat. Was habe ich denn aus der Hand genommen? Das werde ich nicht vergessen, Bebke. Oh, eine schlechte Zauberkarte. Okay, dann Eis vergisst man nicht. Okay. Eis vergisst man niemals. Nee. Dann haben wir noch den da. Und der kann Gischli-Monster vom Friedhof specialen. Dann reicht das nicht. Nee, glaub nicht. Warum jetzt den da? Kannst Gischli-Bowlsort bauen? Wir können, nee, wir können ein anderes Xyz-Monster bauen. Den da. Ich liebe Pinguine, die sind toll. Pinguine sind auch sehr süß. Und kuschelig. Ich bin gespannt, ob so ein Full-Force-Pinguin-Deck was machen kann. Wenn noch ein bisschen mehr rauskommt. Nur so ein, zwei Karten würden ja reichen. Vielleicht ein paar Zauberfeinkarten, dass es nicht das nur Monster sind. Pinguine gehören immerhin zu meinen Lieblingstieren. Ja, die sind ja auch süß. Ich darf es nicht so ohne beenden. Nein. Erstmal komme jetzt ich dran. Komm schon, brich unser Feld, mach's spannend. Okay. Weg damit! Nico, du schaffst das! Nico, du schaffst das! Nico! Psycho-Bounder! Nico! Ja. Nico, wenn du das jetzt schaffst, kriegst du noch ein Eis! Willst du wieder eine Falle setzen von deinem Ich hab keine Falle! Nico, wenn du das schaffst, bekommst du noch ein Eis ausgegeben. Ich glaube, das ist gar nicht nett gemeint. Sie will, dass du Gehirnfrost kriegst und stirbst. Weil sie dir so viel Eis bietet. Ich hab meinen Starter halt nicht, deswegen kann ich kann ihm auch einen Kaffee machen. Ausgeben. Wahrscheinlich gibt sie dir so einen Löffel Eis aus von so einer Packung aus dem Netto. Ich hole oder mir so. Ein Eis und Nico darf zugucken. Ein Eis ist schwierig. Was ist ein Eis? Ein Löffel Eis? Ein Kilo Becher. Eis? Jetzt hab ich Lust auf Eis.
Ich habe immer Lust auf Eis. Willkommen im Club. Liegt bestimmt an Trishula, weil der so kalt ist. Kann ich bitte ein Eis haben? Stimmt. Ja. Nein, du kriegst kein Eis. Warum nicht? Weil ich kein Eis hier habe. Ich bin so weit vom Kühlschrank entfernt. Da ist eine Falle, Nico. Yeah, da liegt bestimmt auch noch eine, aber ich konnte die nicht offen. Nein, das habe ich mit seinem Deck revealed. Das war nicht dumm. Wie heißt denn dein Deck dann? Marin? Ich habe kein cooles Dings gefunden, wie ich es nennen kann. Heroische Prinzessin klingt doch gut. Irgendwie sowas. Oder mehr Winters Challenge. Kommt der hier vorbei? Nico, ich glaube, unser Team hat nicht geklappt. Nicht so ganz, nee. Das kommt aber noch. Aber im nächsten Duell. Bein, Nico. Es tut mir leid. Im nächsten Duell, wupp, wupp. Ich fang an. Nein, ich hab gesagt, fang an. Nico. Ja, fang an, hier. Danke. Nico hört nie auf einen, kannst du vergessen. Ich hab eh ein Second Deck. Und das ist eine coole Hand. Kennt ihr meine Synergy, Leute? Was ist denn da? Ja. Synergy. Meine Synergy ist, dass ein Chronomalmonster existiert, was als Bam. Zwei Tribute für ein Maschinemonster zählt. Und aber Jinso braucht doch nur ein Tribut, oder? Aber das ist ein Maschinemonster. Ja, gut. Synergy. Also ich habe die Synergy drin, dass die Pinguine ihr Futter gleich dabei haben. Aber ich glaube, ja. In der Antarktis gibt es gar keine Würmer. So. Ich meine Hand haben. Und im Zoo fressen die auch nur Fische. Fische sind einfach kurze Würmer. Kurze? Ich meine, hast du mal einen Aal gesehen? Das ist einfach nur ein Wurm. Ein Aal ist kein Fisch. Doch. Also, oder? Zählt ein Aal als Fisch? Klar ist ein Aal ein Fisch. Ups, ist das oder nicht so eine Untergattung oder so? Vielleicht ist ja auch eine Seeschlange. Also, im Yu-Gi-Oh!-Universum wäre es eine Seeschlange. Ja. Was kann die? Was auf dem Friedhof legen. Warte, was wollte ich jetzt nochmal auf dem Friedhof leben? Ich hatte einen Plan. Ist das gut? Ich hatte einen Plan. Ist der Plan gut? Es war ein Plan. Zeig ihn uns. Warte, was kann ich jetzt machen? Special. Tschüss. Verlier ATK. Shit. Nein, verdammt. Jetzt kann ich den ganzen Special. Plan. Oh, kriegen wir nichts, diesmal so aufs Feld. Warte, ich will jetzt erstmal noch. Searchen. Okay. Glaubst du, wir kriegen den Jinso nochmal zu sehen? Du siehst den gerade, weil du meine Hand siehst, glaube ich, oder? Aber ob wir ihn auf dem Feld zu sehen bekommen werden, ist die große Frage. Okay, ja, also Jinso auf der Hand ist ja nicht der echte Jinso. Danke für die Info. Bitte. Danke für die Jin-Info. Der war unüberlegt. Ich weiß nicht, was ich machen kann. Ich mache jetzt einen Kreis. Warte, wie viel ATK und Def hat der? Ich kann es nicht erkennen. Ich glaube, der hat ganz... Warte, der Kreis, Moment. Ah, der 1000... Holy moly, der hat der 4. Alter, ist der stark. Holy... 3000! Der wurde dem einfach von Kugel überrollt? Nein, jetzt kannst du wieder was auf 0 setzen. Nein! Meine ATK schwindet. Nein, das ist Atlantis. Ach ne, Atlantis kommt später, Atlantis gibt's ja auch. Oh, warte. Was hast du getan? Warum? Ich habe nur zerstören gelesen. Boom! Ich meine, der ist zerstört, das ist aber der hat einen Friedhofseffekt, also... Okay. Okay. Hättest du jetzt das Chronomalmonster, dann wäre das in Byface... Warte mal, gar nichts passiert, weil Wiebke dran ist, lol. Das sieht interessant aus. Das heißt, der Stufe 1 Monster, selbst wenn du ihn auf dem Feld hättest, Wiebke wäre dran und sie hat keine auf der Hand. Hä, der ist doch, ist gar nicht der. Ja, aber wenn es der gewesen wäre. Achso. Gut, dass mein Dort bringt mir hier halt gar nichts, wenn ihr keine Fallen spielt. Verdammt, die Rechte funktioniert nicht, schade. Nee. Ich meine, der Lord hat 200 ATK mehr als Jinso. Und einfach defensiv spielen. Ja, und ich habe ein easy special. Normalerweise. Ja. Wenn jemand der Falle spielen würde. Oh, das ist doch mit seinem Meta-Deck. Okay, wir machen folgendes.
Gishki, Handloop, Gishki, Handloop, Gishki, Handloop. Ich muss jetzt mal gucken, ich krieg halt meine Gishki, meine Necros-Zauberfeinkarte nicht. Ich hab halt immer nur das Falsche. Was sucht der? Gishki Ritual Monster. Ja, dann suche ich mir. Dann mach ich das gleich einfach wieder. Geht ja nicht anders. Ja, doch! Ich komm nicht auf meine Necros-Monster. Dein Ziel-Gigas? Die Necros kannst du doch auch abwerfen und searchen dadurch. Oh, stimmt, Klausulas kann ich auch abwerfen. Ja. Klausulas. Ich frage, ob ich das machen will. Will ich ein Unicorn auf dem Feld haben? Natürlich, ich spiele nicht. Einhörner sind super. Aber ich finde das andere Ritualmonster aber cooler. Nico mag Einhörner. Ja. Ich will wieder den haben, der ist cool. Das ist echt cool. Hund. Kannst du nicht auf beide gehen? Wir wollen jetzt mal nicht übertreiben hier. Danke, Nico, für den Tipp. Ja, jetzt seid ihr auch ein Team. Stimmt, hast du recht. Ich hab vergessen, dass er beim Team ist. Oh, der ist ja schon wieder Stufe 10, Mann. Egal, ich darf Karten ziehen. Boom. Ha, wir führen. Ha, sehr gut. Ja, Gishki-Monster. Was kann ich jetzt tun? Machen Sie fertig. Wow, du Lacker. Gemein. Ja, wenn das ein Soldat war, hoffe ich, dass das gut war. Und dann machen wir noch das hier und holen uns dich. Und damit können wir jetzt meine komplette Hand aufbrauchen. Yippie. Yay! Aber du kannst jeden Zug eine Karte ziehen. Boom. Jetzt negiere ich auch noch extra Deckeffekte. Bam. Synergy. Ich hoffe, der Pinguin-Soldat kommt nie wieder. Jetzt habe ich ein Problem. Er wird mit Sicherheit wiederkommen. Was kannst du gerade aktivieren? Hast du den Wachpinguin etwa auf der Hand? Ja? Gönn dir. Ach, der da, okay. Und okay. Cool. Okay, der muss mir jetzt was bringen. Bringt der dir was? Ohne extra den Effekt ist ziemlich bitter. Yay, Unicorn! Yay! Was soll das? Ich bin eine Tryhard immer. Tryhard? Ich hab die beste Synergy gefunden, einfach nur. Ich hätte auch Gladiatorgeuer nehmen können. Hab ich aber nicht. Was soll ich tun? Dreh dich aber im Kreis. Dann mach zwei Hampelmänner und einen Handstand. Du hast Hüpfen vergessen. Hüpfen, nein, also du hast gesagt, aber Nico muss es noch hüpfen erwähnen. Ja, im Handstand hüpfen. Das war schwierig. Ich glaube, das kann nicht richtig mal einen Handstand hin. Höchstens an der Wand. Ja, deswegen macht er auch Hampelmänner davor, damit es sich aufwärmt. 1000 ATK mehr, das könnte reichen. Aber stimmt, das ist ja nicht ein Effekt vom Exceed-Monster dann. Nee. Was? Der Effekt? Was? Hä? Warum nicht? Okay, vielleicht ist da doch ein Effekt vom Exceed-Monster. Das ist komisch gecodet. Fuck. Nee, warte, schon so was da. Steht da dran? Nochmal. Scheiße. Ein Exceed-Monster etwas summons its cards. Aha, gains its effect, stimmt. Ja. Yeah. Verdammt. Yay! Ich sehe mal den Unterschied zwischen gains this effect und gains. Oh nö. Okay, ich will erstmal Karten ziehen. Ist es ein Gishki-Monster? Ich bezweifle es. Knapp. Ganz knapp. Okay. Dann mach ich mal wieder. Geh mal weg, du Kreis. Du kannst meine Monster übrigens auch gerne wegtributen, wenn du willst. Für Jinsos. Okay. Wenn du Bock hast. Damit es spannend bleibt. Und ich gar nichts mehr habe. Klatschen euch schon noch. Das passt irgendwie. Meine Hand ist einfach so bad. So Jinsu. Ja. Also ja, bad. Ja. Also es sind halt wirklich viele Ziegelsteine. So 3 oder 4, glaube ich. Guck mal, da ist noch ein Stein, der hat da gerade. So, damit man dich auch mal sieht. Hier, geh auf den Friedhof. Nein. Chaos Atlantis. Ja. Nee, der kommt nicht auf den Friedhof? Nö, mein Exceed-Monster ist auf dem Friedhof. Achso. Jetzt kann ich mit meinem, keine Ahnung, Stein angreifen.
Warum liegt er nicht in Verteidigung? Was? Achso, ich kriege keinen Schaden, alles gut. Oh, nett. Ich will aber trotzdem. Aber. Bis zum Ende des Zuges. Ich will angreifen. Ja, Sichi. Ey! Habt ihr euch nochmal gerettet? Aber was bringt es uns? Oh, ich freue mich schon gleich mit Wiebke zu spielen. Sind ja auch Wassermonster. Ja. Geil. Oha. Ja, was willst du sonst machen? Wir brauchen den Pinguin-Soldaten. Ja. Wir brauchen der Falle auf dem Feld. Ich will das Synchromonster sehen. Soll ich mit den 700 angreifen, lieber Christian? Nein. Liebe Wiebke. Okay. Dann nicht. Oh, nicht in der aber gute Frage. Klar. Ah ja. Nee, ich möchte das ja nicht, dass ich dich hier übergehe oder so. Gischki, wupp wupp. Pinguin-Soldat. Was, wenn das ein Pinguin-Soldat ist, dann soll er auch bleiben. Ich will die Chance geben. Bin mal so nett. Dann führe ich Gischki-Kette. Wie du schon wieder einfach Gischki-Mons gezogen hättest. Ja. Ist das für eine Runde für dich? Es ist schon nicht übel, ja. Warte, was? Achso, jetzt muss ich jetzt confirm. Ja. Die da. Okay. Jetzt kommt hier noch ein Trishula. Nee, Trishula leider nicht. Aber ich könnte. Darf ich deine Rakete benutzen? Nutze. Cool. Flieg weg. Flieg und sieg. Und ach ja, Effekt annulliert. Ah ja, was? Flieg und verlier. Was kann ein Unicorn auf der Hand? Vom Friedhof, glaube ich, recyceln. Und das ist nett, brauche ich aber, glaube ich, gerade nicht. Necros, so. OP. Ja, OP ist es nicht, aber es ist schon ziemlich eklig. OP. Es ist der Soldat, natürlich. Musst du unbedingt den Unicorn wegmachen. Der nervt. Ja. Und den, ja, bei Ritualmonster eigentlich wahrscheinlich. Unicorn und das andere Ritualmonster. Das ist, glaube ich, am vernünftigsten. Nicht mein Reggie Gigas. Sexies sackt. Hallo? Hallo? Das hat gleich wieder einen Effekt, ja. Good job. Siehst du, ich bin so ein netter Typ und hab dir den Pinguin-Soldaten sogar gelassen. Das war nett. Ja, aber ich tue in dem Fall, was mein Teammate sagt. Das war ein Notvorschlag. Okay. Oh, jawohl. Warum kommt der denn jawohl immer wieder? Oh, der ist oh ja yeah nervig. Oh yeah. Bam. Ach, ich bitte nicht noch wieder einen Unicorn, bitte nicht. Ach so, den, warte mal, was? Ach ja, das ist ja gar keine Gischki-Zauberkarte. Alter! Hey, wann ist der Große nicht mehr da, okay? Ich kann keine Karten mehr ziehen, nicht noch mehr Stufe 5 oder höher. Ja, das tut mir auch wirklich. Oh fuck, die Marinzessin kommt. Endlich. Ich glaube, jetzt wird das Duell umschwenken. Nee, weil mein Link muss auch keinen Extender. Kein Effekt haben. Wir kriegen das hin, wir kriegen das hin, wir können das. Mein Link muss da mal keinen Effekt. Yay! Boah, Effektlegierung ist so abartig. Ja. Yay. Moment. Wenigstens probiert das noch. Das muss man ihm lassen. Er gibt die Hoffnung niemals auf. Es muss doch das irgendwann mal klappen. Jawohl. Die blaue Doktorfisch heißt die, glaube ich. Ja. Tschüss. Tschüss. Ciao. Hat mich gefreut. Was kann der jetzt? Oh, ich habe eine Idee. Ah, das kann der. Der schon wieder. Moment. Ich stall das hier. Ich stall das. Ist mir egal. Wir kriegen das hin, locker. Die Reaktion einfach. Oh man, wir auf zu stallen. Cool. Okay, Nico, okay, ich will dich hin so sehen. Okay, hast du eine Fallenkarte? Nein. Warte, du hast eine. Was? Setze eine Falle von deinem Deck, bitte. Warum? Damit er was machen kann. Damit ich was vom Deck specialen kann. Er will doch einfach nur die Fallenkarte. Nico, es gibt hier keine Fallenkarten für dich. Er ist im Einklang mit dem Kosmos. Halt nicht. Eigentlich sitzen seine drei Brüder hinten auf dem Gebäude und gucken mit einem Fernglas in die Karten. Das war doch so im Anime, oder? Ja, ja. Was ein Dick-Move. Und vor allem der Schiedsrichter kommt zu denen
Und sie so, oh bitte, er ist unser Bruder, wir wollen ihm nur helfen. Und er ist so der Schiedsrichter und sagt so, hm, ja, okay. Seems legit. Das hat Mokuba halt wirklich gemacht. Ja, zerstör halt irgendwas anderes. Ja. Cool. Tschüss, Luck! Was kann er eigentlich? Hat er die gleichen Effekte wie Jinzo? Ja. Weil alle Heroischen können nicht zerstört werden. Ja, ist der Xyl. Wow. Oh Mann. Was ist eine dumme Karte. Komm, Wiebke. Los! Okay. Okay. Wo sind deine Empfänger eigentlich? Ich glaub, nicht sie auf hat meiner Hand. Einen. Pinguin hat nur einen Empfänger. Und Wurm hat gar keine, glaube ich. Ich glaube nicht. Also, mit etwas Glück zieht sie die irgendwann. Okay, okay, ich mach das so. Oh nein. Doch. Wenn du verdeckt. Ah, oh, no. Ich will das nicht. Okay, wir spielen dich. Ich kann richtig viel machen mit dem Deck diese Runde, das ist krass. Ja gut, du hast halt quasi nur Monster. Na? Also, ich glaube, deine einzigen Zauberkarten sind Poli und dieser Wurmcall. Ist ja klar, dass du nicht so viel tun kannst. Was machen wir denn jetzt hier mal? Eine Ritualzauber auf die Hand zurück. Searchen, damit du dein Gishki wieder specialen kannst. Ja, ich glaube, da muss ich deinen Jinzo aber dafür benutzen. Der kann doch eh nicht, weil die keine Fallen spielen. Hast du auch wieder recht. Ist der Stufe 8 wenigstens? Oh ja, ist er tatsächlich. Ja. Das passt dann ja sogar. Wupp, wupp. Und ich kann mir gerade ja nicht mal eine Poli was bringen. Ne. Ja. Wisst ihr, was witzig ist? Ich habe das Deck eigentlich so aufgebaut, dass ich die ganze Zeit die Necros-Viecher beschwören kann. Diese drei Gishki-Rituale habe ich nur reingepackt, weil ich noch Platz hatte. Und jetzt sind die einfach der Kern meines Decks. Ist schon. Das ist kein Gishki, schade. Okay, dann gehen wir in die Battle Phase. Ich habe jetzt schon Angst vor diversen. Na, gucken wir erstmal, ob du noch so ein Ding auf der Hand hast. Hä? Ich bin nicht dran. Ach, stimmt. Vielleicht hätten wir Wiebke auch auf der Hand. Ja, vielleicht haben wir uns abgesprochen vorher, weißt du. So, Pinguin-Soldat. Noch schlimmer. Oh nein. Jawollo. Was ist das? Setzt jetzt den Pinguin-Soldat. Haha. Nicht in Angriff. Oh mein Gott. Yes. Mir auch klar. Aber ich verglichen mit dem Wiebke. Ich hasse alles daran. Hey, das wenn du den Nein-Pinguin jetzt hättest, dann wären die verbannt, oder? Tschüss. Oh nein. Ich hab den aber nicht. Schade. Haha. Oh nein. Jetzt geht die Post ab, Jungs. Wie konntest du eigentlich meinen winzigen Pinguin angreifen? Ich hab ja nicht gesehen, was es ist. Er ist winzig. Und super niedlich. Ja, und er stellt sich vor den anderen und sagt so, nein. True, true. Wieder nämlich nicht. Verständlich, ich will auch nicht, dass meine Brüder abgeschlachtet werden. Deswegen legt einfach eine tote Leiche von dem anderen Pinguin wieder hin. Hast du schon mal eine lebende Leiche gesehen? Zombies? Ja. Jawohl. Oh nein, der hat einfach Full-Kombo. Ja, eine Karte. Warte, er spielt sogar Fallen. Bei Winters ist er... Hat ja Hand-Trap-Traps. Ja. Hand-Trap-Trap? Ja, ne. Etwas eine Hand-Trap. Aber wirklich eine Falle. Das ist komisch, dass man sowas heutzutage sagen muss. Eigentlich heißen sie ja Fallenmonster. Nee, Handfallenmonster. Wie heißen die denn jetzt eigentlich, wenn man es... Effektmonster. Effektmonster, deren Effekte man auf der Hand aktivieren kann. Das die was vom Gegner noch beeinflussen. Nicht unbedingt. So. Moment. Hast ja deinem heroischen Herausforderer gesehen, der die eigenen Karten schützt und nichts mit dem Gegner machen. Nee, nee. Ja, aber doch. Wir haben das Alter. Keinen Kampfschaden gemacht. Auch wieder wahr. Pinguin ist im Wasser. Oh nein! Wait a minute. Warum haben wir so viele Wasserdecks heute? Pinguin ist im Wasser. Moment. Wenn ich jetzt zuerst den Pinguin-Soldaten weglege und dann den anderen, kann ich den Pinguin-Soldaten wieder in Verteidigung holen. Verdeckter Verteidiger. Verdeckter? Ja, wenn der ganz rechte Pinguin von mir ist. Ah, nee, da steht, wenn sie vorher geflippt wurde. Das heißt, du hast sie ja so beschworen.
Nein, aber egal. Egal, ich kann sie verwenden. Cool. Also sie werden wieder sterben wahrscheinlich. Ich möchte nicht, dass du sie einfach verwendest, aber das musst du mit mir absprechen. Hat er aber getan. Darf ich sie verwendet? Zu spät. Sorry. Darf ich sie verwendet haben? Oh, hier ist ja noch Wasser. Hup, hup, alle freuen sich. Bam. Sie haben gute Arbeit geleistet, Wiebke. Und alles nur, weil ich den Pinguin-Soldaten den möchte ich wieder auf der Wand haben. Habe. Für du den hast Content, noch Plan B. Ich meine, du hast sehr viele Karten auf der Hand. Tinso! Cool. Moment. Achso, alles gut. Sind das Fallen? Ich habe noch ein Tinso-Monster, was ein Monster in die Zauberfallenzone setzt. Ja, dann zählt das aber erst als Falle. Nee, dann zählt das als Monster in der Zauberfallenzone. Du hast doch vorhin gesagt, du hast einen Plan, Nico. Kann ich dir noch mal hören? Okay, also da oben links ist so ein Knopf, der da steht Aufgeben drauf. Bei mir steht das Surrender. Schon! Okay, Krone Wahl. Du kriegst das hin. Okay, Verband. Bereit. Okay. Und jetzt? Yeah, ich kann entweder den oder den anderen. Wahnsinn, wir haben fünf Jinzo-Karten auf der Hand und alle sind nutzlos. Wahnsinn. Und dann noch eine Chronomal-Karte, die Stufe 6 ist. Wisst ihr, wenn eine Falle auf der Hand wäre, könnten wir jetzt einfach zwei Monster specialen. Oder im Friedhof reicht ja auch schon. Ja, und dann könnten wir das Exist-Monster beschwören. Ah, voll schön. Oh, setz die Karte. Nein. Okay. Wir haben so viel Synergie heute. Ja. Und alles hat mit Wasser zu tun. Soll ich deine Karte da aktivieren? Welche? Und irgendwelche Glatzen. Wer kann was? Das Seepferdchen. Seepferdchen? Achso, ja, du kannst es einfach specialen. Was hast du gerade gesagt? Wer von denen heißt denn Seepferdchen? Specialen kannst du es. Ja, okay. Im Friedhof. Ist Pascalus Seepferdchen? Im Friedhof? Nein, das, was das Verband ist. Ah, Marien ist das Seepferdchen. Jetzt können wir was anderes specialen. Irgendwas Großes und dann. Kleiner Pinguin! Ja, witzig. Brauchen ja nur eine 500 ATK. Eine 500 ATK, das krieg ich hin. Gut, dass der Winzige nur 400 hat. Moment, 5800. Ne, wir brauchen 900 ATK. Naja, das ist. Kriegen wir auch hin. Bisschen. Nein! Pinguin. Ich mag's, dass der Hintergrund einfach nur aus dem Wort No besteht. Stimmt, witzig, ist mir noch nicht aufgefallen. Was? Von No Penguin, der Hintergrund ist einfach No, No, so. No, No. Ah ja. Okay, kann ich jetzt noch irgendwas Cooles machen? Warum kann ich dich aktivieren? Ich kann nicht aktivieren. Warum sagst du. Aktivier einfach mal alles, was geht. Vielleicht passiert ja irgendwas Lustiges. Die Zauberkarte, da steht, dass ich sie trotzdem aktivieren kann, weil ich kann sie gar nicht aktivieren. Deine? Ja, nee, deine, die du auf der Hand hast, die ich auch sehe. Wahrscheinlich kannst du es ja aktivieren. Sie ist eine permanente, du kannst sie trotzdem legen, auch wenn du einen Effekt nicht aktivieren kannst. Soll ich sie hinlegen? Ja. Do it! Mach deine Wurmzauberkarte. Permanent ist sie, du kannst sie hinlegen, aber kannst du nicht benutzen. Das sehe ich da oben nicht, das ist mir zu klein gerade. Benutzen kannst du es nicht. Okay, ich gehe in die Battleface. Yo. Und ich werde zuerst mit Pascalus angreifen. Pascalus. Nicht Pascal. Und jetzt stellt sich euch wahrscheinlich die Frage, werdet ihr überleben? Die Antwort ist nein. No! Mich fragst du, wer mich töten? No, oh. Penguin! No, Penguin. Dankeschön für diesen schönen Wortwitz. Ja, das war nötig. Dritte Runde, wupp, wupp, wupp. Okay, dritte Runde vom Buchstaben, bitte. Wir dürfen sogar. Ist jetzt alles verloren? Komm, ich lass euch erst ein Papier. Richtig first. Es ist wirklich schade, dass du so wenig Zauberkarten hast. Ich weiß es nicht. Pinguin braucht wirklich ein paar Zauberfeinkarten. Ihr braucht alle Zauberfeinkarten, okay? Der hat doch einen Fluch-Effekt, oder? Gut, dass Jinzo jetzt weg ist. Wer, meinst du den hier, den rechten? Nee, spiel mal die zweite verdeckt oder so. Oder ein Angriff. Ja, die zweite. Von links. Die zweite von links, die ganz rechts, das wird eh nicht passieren. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das eh nicht passieren wird.
Na, wahrscheinlich nicht, aber... Ich bin in der Mitte. Ich meine, in der Mitte geht ja nicht. Ja klar geht das. Locker. Kann das. Ach so. Bist Yugi, schummelst ein bisschen. Richtig. Ein bisschen Regeln drehen, ein bisschen, ja. Ist kein Problem. Okay, kann man mal machen. Nein, ich werde jetzt... Im Nachhinein fragt dich keiner, wie du gewonnen hast. Richtig. Die Doktorarbeit will eh niemand mehr sehen, ich bin ganz sicher. Jetzt spiel eine Karte irgendeine. Ja, warte, ich will nachdenken. Ich will was Cooles machen. Sie will nachdenken. Ach, sie schnappt meine Fehler an. Ich habe ja nicht gesagt, Nico will nachdenken. Nein! Sie ist doch für die entschieden, okay. Ich will keine Verdeckte. Die habe ich noch nicht gespielt, die Runde. Nein, ich habe nicht Full Combo. Die Runde nicht, nein. Habe ich vorhin doch auch nicht. Das ist nicht gut. Jetzt hör doch auf, sich zu spoilern, was du hast. Wir müssen dir doch Angst machen. Ja, wissen sie ja nicht. Das ist kein Pinguin-Soldat. Das sagt ihr, ihr sagt sie jetzt. Okay. Jetzt. 1000 Klingen. Tschüss. Was, der ist doch so gut, der kann zwei von der Hand specialen. Ja, ich meine, und der sieht ein bisschen aus wie ein Karakuri-Monster. Stimmt. Stimmt. Also vom Gesicht her. True. Mann, das ist eine Kacke. Was will ich denn? Ich habe eine coole Idee. Nico braucht einfach Monster, die opfern kann. Das ist wahr. Und das kann ich gewährleisten, indem ich meine Monster wieder ewig auf dem Feld halte. Mit dem hier! Nein. Nico, wir kriegen das hin. Das ist deren geheimes Synergy. Hat jetzt doch die Falle. Oh, hey, der Effekt wird jetzt wirklich funktionieren. Ich bin beeindruckt. Das bringt mir was. Ja. Ach so, das wusste ich nicht. Boom, Dimikles. Mir reichen auch Fallen im Friedhof. Okay. Ich glaube, mein Deck möchte einfach, dass ich diese Karte spiele. Es ist, also das ist schon interessant. Was kannst du? Oh ja, klar, dann spielen wir doch mal Gishki Kette. Boom. Zeigt mir etwas. Hä? Ja, ich will. Okay. Ja, ich hätte gerne dich. Und danach möchte ich bitte dich ziehen und dich. Fantastisch. Hey, ich könnte das Xyz Monster wieder machen, aber es bringt mir gerade nichts. Haha. okay, was wollen wir haben? Wollen wir das Gishki-Ritualmonster haben oder der Cross von Bryonic? Das Gishki. Das Gishki willst du. Wollte ich auch gerade sagen. Dann holen wir uns das Gishki. Ich brauche dafür nur den hier. Obwohl er Stufe 2 ist, weil er so krass ist. So. Und oh, den nö. Da. Komm schon, gib mir Gishki! Ja. Nein! Das ist kein Gishki. Oh, ich hätte die Karten richtig wenn hinlegen du können. Wenn du lang genug daran denkst, dann wird es vielleicht ein Gishki. Irgendwann ist nicht genug angestrengt. Dann holen wir jetzt den anderen auch noch. Oh. Also, ich könnte auch das Unicorn holen, aber ich glaube, das will ich nicht. Ich will Bryonic haben. Willst du kein Einhorn haben? Nee. Der Dimikles darf bleiben. Der ist so gut. Den. Boom, Bryonic. Warum kann ich deinen Effekt nicht aktivieren? Du kannst Target 2 Face Up 80. Ach fuck. Hätte ich vielleicht doch lieber Unicorn geholt, egal. Angriff! Jetzt muss er die Karte abwerfen. So Nico, ich erwarte dann Großes von dir. Ja, von meinen Steinen. Versuch's trotzdem! Und du auch! Okay, fantastisch. Hat gut funktioniert. Dachte nicht, dass der Swatch okay. So gut kommt. Okay, der ist ja nicht Bennett, gut. Also vielleicht ja. Jetzt eine Falle. Ich habe immer noch keine Falle. Warum nicht? Selbst wenn er eine hat, muss er sie nicht setzen. Das ja, aber. Wie dumm nein. Ist die Karte geschrieben eigentlich? Wenn ich eine Falle hätte, würde ich sie setzen, Nico. Nur damit du meine Falle hast. Okay. Pinguin-Falle. Schnabel-Attacke. Was soll ich ja nicht machen? Oh, das klingt niedlich. Ja. Ich habe halt keine Ahnung von Chronomal-Plays. Ich weiß nicht mal. Und du hast kein Tribute-Monster, jetzt wo du zwei Monster auf dem Feld hast. Nee, ich könnte wenn ich den winzigen spielen. Pinguin mit Pinguin-Nest ausrüste, dann kann er nicht mehr kaputt gemacht werden, weil er schläft. Im Anime gab es ein Pinguin-Schwert. Glaube ich. Wäre cool, wenn es kommt.
Ja, aber eine Ausrüstungskarte ist jetzt auch nicht das, was das Deck braucht. Kein Deck braucht eine Ausrüstungskarte. Komm her! Ich bin immer noch sauer, dass die Gladiatoren-Ausrüstungskarten eigentlich gar nicht mal so gut sind. Bis auf das Schild vielleicht, das ist okay. Nein, nicht Bryonek! Liebke, ich lass den Wurm mal überleben. Oh. Du kannst gleich eine Karte ziehen. Was kann dieser Chinsurl eigentlich? Ligas. Alle, dein Gegner kann keine Fallen mehr aktivieren. GG. Zieh eine Karte. Und er kann es dir noch zerstören. Mit welcher Karte? So mit Ziel-Gigas. Der müsste aber Ziel-Gigas heißen. Wirklich, er zieht gar nichts. Okay, okay, was sollst du machen? Du beschwörst die ganz linke Karte. Und aktivierst den Effekt. Dann, ja, gut, kann ich machen. Dann müsste ich ja. Und dann können wir uns das Extra-Deck-Monster holen. Ja. Dann kriegen wir endlich mal die Helden. Okay, wir brauchen den Empfänger und eine Stufe 2, ja. Oder welche Stufe ist der Empfänger? Ja, ich brauche einen Empfänger und eine Stufe 3, ja, erstens, weil. Okay, der, also, weil ich wusste nicht, welche Stufe der hat. Ja, richtig, deshalb spiele ich das Deck und. Okay, okay, dann hol halt. Keine Ahnung, was auch immer. Ich hole mir. Dich, weil wir ihn noch nicht gesehen haben. Habt ihr eigentlich Happy Feet gesehen? Ui, ja. Ne? Ja. Der Torpedo ist gut. Guter Film. Ich hab ihn zweimal gesehen, beim zweiten Mal fand ich ihn nicht mehr so gut. Warum hast du ihn zweimal angeschaut? Welchen wollen wir Warum geben? Nicht? Wollen wir Jinso Lord auf die Hand geben? Oh ja. Gib mir. Nein, warum gibt ihr mir nicht einen heroischen auf die Hand? Oh, warum hast du nicht den No Penguin geholt? Einfach für den Disrespect. Egal. Nein. Wir holen uns jetzt die Helden. Nein. So. Wunderschön. Was können wir jetzt? Ich weiß nicht, ich muss mal gucken. Your opponent can target Pain. Oh nö, jetzt hol, kannst du einfach Monster special. You can special some One Penguin Monster from your deck. Cool, ein Face Down Defense Position auch noch, nice. Na ja, dann weiß ich, was ich mir hole. Und als Quick Effect kannst du den wieder aufflippen, der Fall. Das ist halt echt ziemlich cool. Oh shit. Also ganz ehrlich, Pinguine brauchen noch so 2-3 Zauberfallenkarten, dann können die wirklich was machen. Ja, er hat nicht noch eins. Ach ja, bin ich dran. Dran. Ich bin Stimmt, dran. Ja. Da war ja was. Vielleicht hat er ja noch eins. Ich glaube nicht. Alter, jetzt krieg ich schon wieder den. Der ist doch gut. Special 2. Oh. Die Helden sind so cool. Ich mag es, dass das so ein bisschen an Dungeons & Dragons angelehnt ist, weil es ja gab halt vorher schon bei Pinguin Soldaten und Ritter. Das ist wirklich irgendwie cool. Hat halt echt was. Okay, nur eine verdeckte. Nein! Spiel! Warum? Es ereignete sich an jedem Tag, als Edo Pro keine Lust mehr hatte. Das Programm wird aufgrund eines Problems nicht richtig ausgeführt. Das Programm wird geschlossen. Es tut mir leid. Ich kann doch nichts dafür. Ja, das ist Bullshit. Ja, das Duell holen wir nach. Okay, da sind wir wieder. Das Programm ist nicht abgeschmiert, auf keinen Hi. Fall. In dem denkbar schlechtesten Zeitpunkt. Nein. Nein, oh, nein, nein. Ist eine Kackhand. Ich spiele diese Karte nur zweimal, ich ziehe sie immer. Warum? Oh Gott, er hat die Marenzas in Kombo. Ja. Warum hast du eigentlich immer die eine Karte auf der Hand, die Zauber? Wenn ich die immer hab. Wie oft spielst du die? Zweimal. Zehnmal. Falls sie zerstört wird oder so, will ich sie schon noch einmal haben in dem Format. Okay. Schatz, kriegst du die Helden nochmal raus? Ich weiß es nicht. Wäre schön. Die waren nämlich cool. Diese Anemone erinnert mich mehr an SpongeBob als dieser andere Wurm.
Und jetzt kommt der hier. Ich hasse sie. was macht die nochmal? Viel. Marinz das aus dem Deck-Special, wenn sie kämpft? Kann ich nicht kämpfen? Nee, von der Zauberfallenzone. Achso. Sehr schön. Unberührt von Karteneffekten. Und unberührt von Karteneffekten. Ja, dein Pinguine kann mich mal. Warum ist die unberührt von Karteneffekten? Machen sie aber nicht. aber ist sie echt unberührt von Karteneffekten? Vom Monster-Effekt. Ne, nee, warte. Doch. Der Pokémon-Monster ist... Ja. Wo steht unberührt das? Von Karteneffekten. Weil sie durch Marinces Heart gespecialt wurde. Nee, weil sie mit Crystal Heart ausgerüstet ist. Nee, gespecialt wurde. Crystal Heart. Nicht ausgerüstet. Das ist das eine Link-Monster. Nein, das ist nur Crystal Heart, ist dagegen immun. Nein. Doch. Unaffected by your opponent's monster effects, while this card is in the extra monster zone. Aber das ist es ja. Wenn du auf das extra monster klickst, steht drunter sogar Summoned with my Winter's Crystal Heart. Ach, Bullshit. Ja, okay. Okay, was kann ich machen? Ich kann... Ich wollte eigentlich die zweite Karte von rechts aktivieren, guck mal. Ich mach Chins of Plays. Hast du die zweite Karte von rechts, warte, was kann die? Ja, die funktioniert nur leider nicht. Ja, aber sie wäre witzig gewesen. Sie wäre cool gewesen, auf jeden Fall. Hätte was. Aber ich glaube, diese Runde wird schwierig. Ich weiß halt nicht, wie ich dieses Wonderheart loswerden will, wenn das immun gegen Monster-Effekte ist. Ich habe auch kein Backrow-Removal oder sowas, glaube ich. Das ist schwierig. Ja, wie sind wir die denn vorhin losgeworden? Gar nicht. Doch. Ich bin ziemlich sicher, irgendwie sind wir sie losgeworden. Nee, Wiebke hat euch damit getötet. Oh. Ja. Jawohl, Nico, guter Zug. Blöd. Oh, Gott sei Dank mit dem ist das dein Griff. Nee, trotzdem mal beide aus. Vielleicht funktioniert's ja irgendwie. Nee, der kommt auf den Friedhof. Kann sich nur selbst zurückgeben, wenn er nicht auf den Friedhof kommt. Zumindest, oder? Ja. Ja, ich meine der eine. Yay, ich hab zu viele Handkarten, verdammt. Warte. Ich dass nicht jedes Duell so aussah. Weil er unnötig ist. Ich kann ich eh nicht special. Kannst alle Chins zu Karten abwerfen. Oh, ich weiß, was ich tue. Kai. Warte, was kannst du? Kaiju. Ja, das machen wir. Nekros auf Kaiju. Lass Effekt annullieren. Weil es ist Effekt eh nicht annullieren sein Effekt. Ist ja wohl nicht das Problem bei Nekros. Dich und benutze dafür dich. So. Ja, hat warum noch ist dein Effekt nicht negiert? Weil es nicht von ihm kommt. Weil es die unberührt von den Karteneffekten ist. Aber er stimmt. Negiert dieses unberührt. Nee, aber das Effekt davon. Kann nicht negieren werden, weil es unberührt ist davon. Ach, ich hasse sowas. Das war so eine schöne Idee. Warum geht das nice jetzt try. Nicht? Nice try. Scheiß Unicorn. Hat's verdient. Ah, fuck. Du bist so niedrig, Trichula. Du bist nur Stufe 9 und nicht Stufe 10. Hättest du ihn auch nicht verbannen können? Ja, ich hätte wenigstens ein Monster mehr auf... Nein, aber ich hätte die Karten in deiner Zauberfallenzone auf die Hand geben können. Und dadurch hätte sie weniger Angriff gehabt. Das wäre nicht cool gewesen. Doch. Ich hätte es lustig gefunden. Ich nicht. Ja, das ist mir klar. Hätte ich ihn mal vorhin geholt. Ja, ich glaube, die Runde verlieren wir. Tut mir leid, Schatz, aber gegen dieses Wonder Heart. Achso, nein, der hat auch keinen Effekt. Oh. Haha, immerhin. War Unicorn ja nicht komplett nutzlos. Ja, dann haben wir keinen Out dagegen. In keinem unserer Decks. Ich hab bald Chronomal Plays. Lass mich aufspielen. wer weiß, vielleicht machen wir das ja irgendwann mal. Dich ausspielen lassen. Schon gutes Bossmonster. Ich finde Bossmonster, die immun von Karteneffekten sind, die man so leicht beschwören kann, nicht wirklich gut. Ja, leicht. Hab schon eine Karte gebraucht dafür. Wow.
richtig also, nee. Und der verreckt dann in Kaito und habe ich gar nichts mehr. Das ganze Board ist blau. Selbst die Zauberfeinkartenzone ist blau. Korrekt. Alles nur Link-Monster. Wie es halt so ist. Ich mag's nicht. Kein Fan. Weißt du was, Schatz? Ich glaube, du solltest für die Louis gleich wirklich diese Karte spielen, die du eben spielen wolltest. Ja, ne? Ja, einfach weil es witzig ist. Weil wir gewinnen können wir nicht mehr. Ah, okay. Die habe ich noch nie gesehen. Mach Sachen. Weißt du, Marins Testin braucht einfach nur 20 Karten. Ja, den Rest füllt man auch mit Fröschen und Fallenkarten auf. Fallenkarten? Habe ich da Fallenkarten gemacht? Normalerweise schon. Ich für meinen Teil werde jetzt einen Lebkuchen essen. Oh, ich hätte auch gerne einen. Das ist auch mal. Es wurde einfach im gesamten, in keinem der drei Duelle eine Fallenkarte aktiviert. Mhm. Ja, der Einzige, das sagt der nicht an Jinso. Christian. Okay, ich spiel ihn. Ach, du bist noch gar nicht dran. Ich kann jetzt verbannen, um eine Karte zu ziehen. Jo, und er kriegt mehr. Alter, jetzt habe ich den schon wieder. Der ist gut. Ember Soldier. Ja. Oh no. Was er hat direkt sogar angreifen. 550. Ja, er kann direkt angreifen. Oh no. Und jetzt können wir jetzt Monster klauen. Boom. Ja. Yeah. Wie lang? Cool, oder? Ich glaube, bis zum Ende des Spielzugs. Ich fand das cool. Ja gut, das war das Einzige, was wir machen konnten, also... Alter, Nico. Was? Deine Hand ist einfach... Komm, Nico, jetzt opfer so alle Monster für Chronomalkacke. Komm schon, do it. Jawohl. Yeah. Just do it. Hol ihn, Chronomalkarten wirst du sehen. Ich auch, aber ich möchte was anderes... Nein, du holst jetzt eine Chronomalkarte, eine richtig schlechte, bitte. Danke, was ist das? Das ist meine höchststufiges Chronomalmonster. Knoten. Ich glaube nicht, dass das dein höchststufiges ist. Chronomalmonster, ja. Okay. Weil ich jetzt ein Chronomalmonster kontrolliere, kann ich mir ein anderes searchen. Das hätte ich tributieren können. Ui. Ja, warum hast du das nicht tributiert? Okay. Cool. Chrononaut. Ich habe immer noch viel zu viele Handkarten. Schmeckt's, Wiebke? Mhm. Ich hol mir auch gleich Lebkuchen. Unprofessionell. Was? ja, das war eine Klatsche. Warum kichert sie denn jetzt so? Alter, ich hab das Sexy nun noch nie gesehen in meinem Leben. Ich schon, weil ich Paul das Deck, also weil wir Paul das Deck geschenkt haben. Chrononaut, jetzt hast du welche. Sexy Monster ist super. Ich hab weil Chris, der mich zum Lachen gebracht hat. Warum nicht? Das Chronomalmonster T-Post einfach für Respekt. Wenn du sagst, es unprofessionell ist, wenn ich etwas esche. Wie kannst du nur das essen? Jawohl, das war ein Match. Ich habe heute noch außer meinem Frühstück nichts gegessen, von daher waren diese zwei Lebkuchen eben sehr wichtig. Ist bitte noch was, was nicht Lebkuchen ist. ja gut, das war es dann heute für bei Buchstabenbette. Beim nächsten Mal geht's dann weiter und ja. Fein und Wasser. Ich denke, das fassen die drei Duelle ganz gut zusammen. Wollen wir dann jetzt genau neue Dings ziehen? Machen wir eventuell gleich, ja. Okay, tschüss. Ciao. Tschüss.